Hypertext Transfer Protocol. Das ist im Endeffekt wieder Hypertext. Ja, das hatten wir ja schon. Text im Internet. Aber das Transferprotokoll ist dafür zuständig, dass diese HTML-Datei jetzt an den Rechner rankommt, der sie haben möchte. Also wir hatten ja den Server, der die Datei bereithält und den Client, der die Datei abfragt. Und was hier jetzt passiert ist, dass wir hatten ja den Client, der die Datei abfragt und der Server, der sie bereithält und gibt. Und das ist jetzt das Protokoll für den Transfer so einer HTML-Datei vom Server an den Client. Und Protokoll bedeutet, wir haben eine Abfolge von Regeln, an die sich beide Seiten halten, damit es einen ungestörten Ablauf gibt. Ja. Grundsätzlich gilt, das Hypertext Transfer Protocol ist ein zustandsloses Protokoll. Das heißt, der Server gibt die Anfrage, also beantwortet die Anfrage, gibt die Datei heraus oder gibt eine Information dafür, ob er verfügbar ist und solche Geschichten. Und der merkt sich aber nicht, was passiert ist. Das gehört nicht zu diesem Protokoll. Es gibt in dem Protokoll keine Regel, dass der Server sich merken soll, welche Anfragen bisher bei ihm eingegangen sind von einem bestimmten Client, also von einem bestimmten Kunden sozusagen. Ja. Das lässt sich umgehen, indem man Cookies setzt. Das heißt, der Server sagt, hey, ich gebe dir diese HTML-Datei und ich würde dir gerne auch noch diesen Cookie anbieten. Ja. Und der Client kann dann sagen, ja, ich nehme die HTML-Datei, nach der habe ich gefragt, das wäre irgendwie sinnvoll. Ich nehme auch den Cookie an. Und da gibt es verschiedene Varianten von Cookies. Also es gibt zum Beispiel den Session-Cookie. Das bedeutet, der Server sagt, hey, du hast ja jetzt irgendwie mehr Sachen, auch mehrere Sachen hintereinander bei mir zu tun und du hast dich auch schon eingeloggt. Wie wäre es, wenn wir diesen Cookie bei dir setzen und der legt fest, dass du jetzt gerade eine Sitzung bei mir hast, du hast dich eingeloggt und so, das steht alles in dem Cookie drin. Und wenn dann der Browser ausgeht und wieder angeht, ist der Cookie halt noch da und man kann dann gleich weitermachen mit der Sitzung. Ja, also wenn man in so einer Shopseite ist und da ist ein Warenkorb, obwohl man sich noch nicht eingeloggt hat, das ist ein Cookie auf dem Browser. Wenn man sich auf eine Shopseite einloggt und den Browser ausmacht und wieder anmacht und nochmal zurückgeht zu dieser Seite und noch eingeloggt ist, dann liegt es daran, dass diese Information in dem Cookie liegt. Also der Cookie ist quasi der Weg des Servers, Daten bei dem Client abzulegen und damit Daten über den Client zu speichern. Das kann aber natürlich auch dazu führen, dass wenn jetzt zum Beispiel so ein Werbeanbieter das schafft, bei einem einen Cookie unterzubringen, hey, du bist ein 17-Jähriger und du willst von jetzt an nur noch Werbung über irgendein Online-Game kriegen, und dann verfolgt einen das halt auch überall dahin, wo der Werbetreibende diese Cookies lesen kann. Wie sieht es aus, das Hypertext Transfer Protocol, jetzt mal ganz grob formuliert? Der Client meldet, hey, ich habe hier eine Anfrage, ich habe einen Request, bitte schick mir den Header und bitte schick mir den Body. Und die Antwort vom Server ist, hey, ich bin verfügbar oder boah, jetzt gerade nicht oder er stellt sich tot. Ja. Das heißt, er reagiert gar nicht, dass man dann das Paket droppen. Ja, also der bekommt so ein Paket mit so einer Anfrage, also so ein Paket von 0 und 1, die so eine Anfrage darstellen und er antwortet nicht. Und das ist dann ein Drop. Ja, man kann auch zurückmelden und sagen, tut mir leid, ich kann gerade nicht. Ja, dann sagt der Server, Moment, kein Dienst. Und dann gibt er den Header und den Body zurück und dann ist die HTML komplett. Genau, bei Cookies, wir können uns das ja mal angucken. Das hier könnte zum Beispiel ein Cookie sein, ja, da ist dann die letzte Suche gespeichert. Diesen Code kann dann der Server, der den Cookie abgelegt hat, auslesen. Steht auch drin, wann der abläuft. Ja, irgendwann geht so ein Cookie halt verloren. Also wenn man irgendwie ein Jahr später vorbeikommt, dann ist man halt nicht mehr eingeloggt bei welchem Online-Shop auch immer. Da steht auch, wie lange der maximal halten kann. Und der Pfad, in dem er gespeichert ist. Ja. Sicherheit. Früher hatten wir mit dem Hypertext Transfer Protocol HTTP gearbeitet. Jetzt habt ihr so ein kleines S da oben dran. Da. Hier das. Da ist das S. Hier. Ja, das steht für Secure. Und das heißt, die Inhalte werden auf Layer 5 verschlüsselt. Wir haben uns ja die Layer angeguckt. Layer 1, Layer 2, Layer 3, Layer 4 und Layer 5. Ja. Und Layer 5 ist, wo die Session gemanagt wird, also die Sitzung der Kommunikation zwischen
zwei Teilnehmern im Netzwerk, wird dort gemanagt, ja, ist die Verbindung, gibt es die generell noch, sind alle Pakete jetzt da oder nicht. Und das ist quasi das Layer, wo das für die Verwendung innerhalb des Betriebssystems aufbereitet wird. Und sozusagen, bevor man das für das Betriebssystem aufbereiten kann, muss man es erstmal entschlüsseln. Und das bedeutet, jemand anders, der quasi reingucken will und wissen will, was nach der Betriebssystemebene eigentlich damit passiert, der wird das nicht einsehen können, was da verschlüsselt ist. Ja, und dann gibt es Zertifikate, mit denen verschlüsselt werden kann. Und wenn ihr das genau wissen wollt, wie das funktioniert, schaut euch die Einheiten zur Verschlüsselung, zur Kryptographie an. Aber was hier passiert ist, dass die Zertifikate sozusagen beweisen, dass jemand Inhaber eines Zertifikats ist. Das ist jetzt erstmal nicht so viel wert. Also ich habe das Nuri-Zertifikat und ich kann beweisen, dass ich der Inhaber des Nuri-Zertifikats bin. Ja, und zwar, wie mache ich das? Ein Zertifikat besteht im Endeffekt aus zwei Schlüsseln, ja, dem öffentlichen Schlüssel und dem privaten Schlüssel. Und der private Schlüssel, das ist der Schlüssel, den ich niemandem gebe. Und der öffentliche Schlüssel ist der, den alle haben dürfen. Ja. Und ich kann jetzt durch einen mathematischen Prozess, wie das im Grundzug funktioniert, schauen wir uns in der Kryptographie an, aber ich kann durch einen mathematischen Prozess beweisen, dass, obwohl ich niemandem den Private Key geben muss, ich mit dem Public Key etwas anstellen kann, was kein anderer machen kann, der nicht den Private Key hat. Ja. Und damit kann ich nachweisen, sozusagen, dass ich die andere Hälfte von diesem Schlüssel, den Private Key, habe, ohne ihn preiszugeben. Und damit kann ich beweisen, dass für einen öffentlichen Schlüssel ich der Inhaber des privaten Schlüssels bin. Ja, also so ein Schlüssel besteht immer aus zwei Teilen. Ja, und einen Teil verstecke ich und den anderen halte ich allen zugänglich quasi. Und ich bin der Einzige, der beweisen kann, dass ich die zweite Hälfte des Schlüssels habe. Weil ich sie habe. Und jeder, der sie nicht hat, kann das nicht beweisen. Und idealerweise verstecke ich meinen privaten Schlüssel, mein Zertifikat, also meinen privaten Teil quasi des Zertifikats so gut, dass kein anderer drankommt. Und dann kann ich beweisen, dass ich diesen öffentlichen Schlüssel quasi besitze, weil ich den privaten Schlüssel dazu auch habe. Jetzt bringt das ja an sich noch nicht so viel. Also ich habe jetzt ein Schlüsselpaar, von dem ich weiß, von dem ich nachweisen kann, ich habe den privaten Schlüssel und die anderen nicht. Wie geht man jetzt damit um? Was bringt einem das? Erstmal noch gar nichts. Wenn es aber eine Autorität, eine Einrichtung gibt, die sagt, ich stehe dafür, dass dieser Schlüssel zum Nuri gehört, dann kann ich plötzlich vor allen, die diese Autorität anerkennen, nachweisen, dass ich der Inhaber des Nuri-Schlüssels bin und damit sehr wahrscheinlich auch Nuri. Solange, bis ich den Nuri-Schlüssel verloren habe und der öffentlich wird, dann kann jeder nachweisen, dass er den Nuri-Schlüssel hat. Dann muss die Autorität quasi, die Einrichtung, diesen Schlüssel revozieren. Die muss also melden, oh, dieser Schlüssel ist kompromittiert, der gilt nicht mehr, es gibt jetzt einen neuen Nuri-Schlüssel. Ja. Und dann kann ich sagen, ich bin zertifiziert, also bin ich generell legitim. Problem ist, die Hacker sagen, hey, ich habe diese wunderschöne Seite deutschehank.de und ich möchte gerne ein Zertifikat dazu haben. Ja. Und wenn ich dieses Zertifikat für die Deutsche Hank kriege und jemand kommt auf meine deutschehank.de Seite, dann sieht er, oh, die Seite ist zertifiziert, also ist alles gut. Die ist aber zertifiziert worden für den Inhaber der deutschehank.de Seite, die irgendwie aussieht wie die deutschebank.de Seite. Und nicht für die deutschebank.de. Aber wenn einem das nicht auffällt, dann sieht man nur zertifiziert. Wie wird damit umgegangen? Naja, oder ein anderes Beispiel in meinen Folien quasi. Ich kann natürlich auch sagen, ich bin Google. Ne? Und wenn ich einfach so behaupte, ich bin Google, weil ich zum Beispiel drei O's habe, ja, oder weil ich Buchstaben habe, die wie O's aussehen, aber gar keine O's sind, oder so O's mit Akzent, Gorgel, oder eben Deutsche Hank, dann bin ich ja zertifiziert in Deutsche Hank und sehe aus wie Deutsche Bank. Das ist schwierig. Und um das zu verhindern, gibt es erstens in den Browsern fest eingebaute IP-Ranges für spezielle Zertifikate. Also zum Beispiel der Chrome-Browser hat die Zertifikate für alle Google-Seiten fest implementiert und für einige andere bestimmte Seiten auch. Und es wird grundsätzlich für Domains, die nahe an einer berühmten Domain stehen, auch nochmal genauer hingeschaut, bevor da ein Zertifikat erteilt wird, damit keiner Schindluder treiben kann. Genau. Und es gibt manche Certificate Authorities, also Einrichtungen, die Zertifikate erteilen, denen man nicht so richtig trauen kann. Die werden dann ausgeschlossen, wenn sie missbar. Genau.
Und diese konkrete Prüfung, dass jemand bestimmt ist, das nennt man ein Extended Validation Zertifikat. Früher habt ihr da so einen grünen Balken in eurer Browseradresse, in der Anzeige von der Domain, auf der ihr seid, von der URL, bekommen. Das ist jetzt aber nicht mehr so. Es gibt jetzt diesen grünen Balken nicht mehr seit August 2020. Letztes Jahr bringt nicht so viel, wenn man das in 2022 guckt. Seit August 2020 gibt es diese grünen Balken nicht mehr, sondern einfach nur ein normales Zertifikat. Und dann kann man da draufklicken auf dieses kleine Symbol und dann sagt er einem, für wen das zertifiziert wurde. Genau, hinschauen.